Er hat Ecken und Kanten. Er fällt sofort auf und Kenner sehen es schon von Weitem. Hier kommt ein Opel GT. Der GT verkörpert Roadster-Attribute pur. Doch er hat auch so seinen kleinen Dickschädel, zumindest versucht er es hier und da. Vor allem beim Öffnen und Schließen des Verdecks ist er echt widerspenstig. Jetzt ist Geschick und Handarbeit und viel Kraft gefragt. Das Verdeck lässt sich nur mechanisch öffnen und schließen. Das passt zu einem puristischen, sportlichen Roadster, aber Frauen mit normalen Kräften stoßen hier schnell mal an ihre Grenzen. Positiv gesehen wirkt er hier als Flirthelfer und liefert der Fahrerin zumindest einen triftigen Grund, männliche Hilfe anzufordern. Andreas! Ich brauche einen starken Mann hier. Geht doch! Ist das Dach erstmal offen, ist der Spaß beim Fahren wirklich grenzenlos. Genau das richtige Cabrio, um komfortabel und entspannt zum Ziel zu cruisen. Doch Vorsicht, der GT hat, wenn auch versteckte, Raubtierqualitäten. Der erste Fahreindruck, super. Also, super angenehm, fährt recht schnell an. Also genau das Auto für mich. I got my first real six string. Boarded out the five and dime. Played it till my fingers bled. Was a summer of 69. Fahrerwechsel. Für Andreas zählt bei Roadster erstmal eines: Leistung, Fahrspaß, agiles Handling und letztendlich ein Hingucker-Design. Der GT macht einfach eine gute Figur und kann sich damit weltweit durchsetzen. 21 unabhängige Motorjournalisten aus 12 Ländern wählen den neuen Opel GT auf dem Automobilsalon in Genf zum Cabrio of the Year. Mein Vater hat früher einen Opel GT mal gefahren und das war, ich sag mal, damals ein Kult. Also, und ich fand das damals schon so einen richtig schnittigen Wagen, der war ja ziemlich schmal eigentlich, lang also und flach, das war schon was Heftiges. Und der ist ein bisschen breiter, hinten ein bisschen wulp, aber gefällt mir sehr gut. Könnte auch eine Legende werden. Das Design des aktuellen Opel GT zählt schon jetzt zu den modernen Klassikern des Automobilbaus. Der GT ist mit einem Turbomotor mit 264 PS bestückt. Damit beschleunigt der Wagen in knapp 6 Sekunden auf 100, Schluss ist bei 230 km/h. Wer das Auto so weit ausreizt, sollte das behutsam und vorausschauend machen. Was ganz negativ zu bewerten ist, sind mit Sicherheit die Bremsen, die in gar keiner Weise irgendwie großartiges Vertrauen vermittelt. Offen ist immer nett, das bringt dieses Auto sehr gut rüber durch die doch sehr kleine Scheibe und dass man doch eher sehr weit zurückversetzt zum Rahmen sitzt, das gibt echtes Cabrio-Feeling. Absolut vorbildlich ist die Preispolitik von Opel. Der GT ist mit umfangreicher Serienausstattung ab ca. 32.500 Euro zu haben.